Es ist die Geschichte einer jungen Frau im Russland des 19. Jahrhunderts. Anna Karenina, unglücklich verheiratet, verliebt sich in einen anderen Mann. Für beide beginnt eine leidenschaftliche Affäre, die an die Grenzen der gesellschaftlichen Moral stößt. Eine ausweglose Situation, die in eine Tragödie führen wird. Um 1870 wurde Leo Tolstois Roman Anna Karenina veröffentlicht. Er gilt heute als das bedeutendste künstlerische Werk des russischen Schriftstellers. Jetzt also bringt das Ballett Rossa Tolstois spannenden Stoff auf die Bühne der Oper in Halle. Zur Musik von Sergei Rachmaninow werden die Schicksalsfäden der einzelnen Figuren packend miteinander verknüpft. Dabei geht es um Themen wie Ehe und Herkunft und um engstirnige Moralauffassungen, die geprägt sind von Kaltherzigkeit. Für echte, tiefe Gefühle, wie sie Anna Karenina empfindet, scheint es in dieser Gesellschaft wenig Platz zu geben. Die großen Emotionen in Anna Karenina inspirierten den im vergangenen Jahr verstorbenen Choreografen Jochen Ulrich zu dem gleichnamigen Ballett. Die Choreografin Darie Cardin ist zu Gast in Halle und studiert hier mit der Company das Stück von Jochen Ulrich ein. Ich kannte ihn dann 33 Jahre, war als jüngste Mitglieder in seine Company gekommen, in Tanzforum Köln. Und es hat sich auch daraus eine sehr tiefe Freundschaft entwickelt und vor allem jetzt auch mit seiner Anna Karenina hier in Halle mit dem Ballett Rosa, das ist einfach fantastisch. Die Belgierin war die Wunschkandidatin von Halles Ballettdirektor Ralf Rosser für diese Aufführung. Darie Cardin ist eine weitgereiste Choreografin, die bereits mit großem Erfolg in Bern, Basel, Zürich und in Berlin gearbeitet hat. Ich fühle mich wie zu Hause hier. Weil der Ralf und seine Tänzer sind einfach sehr offen und warm und ich fühle mich wirklich so, wie ich es auch gewohnt war zu arbeiten in den früheren Zeiten mit Jochen Ulrich. Deswegen, es ist für mich zu Hause und es ist wirklich sehr fantastisch. Eindrucksvoll und sehr stimmig das von Alexandra Pitz entworfene Bühnenbild und die Kostüme von Marie-Therese Kramer. In den Hauptrollen der erste Solotänzer, Michal Sedlacek und Prima Ballerina Marketa Schlapotova. Die Marketa ist eine sehr besondere Anna Karenina, finde ich, weil sie hatte wirklich von der Tiefe kommt ihr Charakter und ihre Fähigkeit als Tänzerin, diese wunderschöne Tänzerin. Aber was auch ganz toll ist, ist diese Emotion, diese Gefühle, die die Anna Karenina-Rolle auch wirklich verlangt. Ich kriege Gänsehaut immer, wenn ich sie anschaue. Anna Karenina, das Ballett von Jochen Ulrich, übermorgen und am 23. November wieder zu erleben in der Oper Halle.